Ja, hallo, hier ist Stefan Live. Heute ist der 6.11.2020 und um 10:30 Uhr. Und ich bin jetzt gerade hier vor Ort vom Amtsgericht in Uppsala in Aalen, wo um 11 Uhr nach meiner Information eine Verhandlung zwecks der DAA in Aalen, der Schule, stattfindet, weil jemand, eine weibliche Person, nicht am Unterricht teilnehmen darf, da sie gesundheitliche Probleme hat und im Unterricht ausgeschlossen wird. Und jetzt schauen wir mal, was hier alles hier vorne drauf steht, auf der Türe. So. Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz, das ist schon mal gut. Bitte machen Sie die Corona-Vorschriftenverordnung, das haben wir alles auch. Also, dann müsste das soweit passen. Dann gehe ich mal rein und durch mich mal dann verifizieren, beziehungsweise mal anmelden, dass ich Presseausweis habe und maskenbefreit bin. So, jetzt machen wir mal geschwind einen Cut. Ich weiß jetzt nicht, steht jetzt nichts dabei, dass Video und Filmverbot ist, aber ich muss mal vorsichtshalber einfach mal ausschalten und kläre das dann jetzt drinnen nochmal vorab. So, jetzt bin ich wieder hier. Also folgendermaßen, die Verhandlung findet heute statt, wie ich es jetzt gesehen habe. Und Ton und Mitschnitte sind innen drin, sowie Filmmaterial sind verboten. Ablichtung und sonstige Sachen von Aushängen oder so natürlich auch. Und ja, jetzt schauen wir mal, warten wir mal, bis jemand kommt. Mit der ganzen Geschichte bin ich ja relativ zeitnah, bin ich ja hier. Jo, hallo, hier stefan-live.de und ich melde mich heute hier vom Amtsgericht in Aalen. Heute ist der 6.11.2020 und ja, jetzt habe ich hier die Person, um die wo es geht. Stell dich mal kurz mal vor und warum du heute hier mehr oder weniger genötigt wirst, vor Gericht zu erscheinen. Ja, ich bin Carmen. Besucht die DAA in Aalen, bin von der Maskenpflicht befreit. Mein Schulleiter akzeptiert das Attest gar nicht, hat es bis jetzt auch noch nicht gesehen, weil er es nicht sehen wollte. Oha. Ich hatte es einen Monat vor Schulbeginn, hatte ich es eingereicht per Mail. Er hat gesagt, er hat es nie gesehen, es ist nichts angekommen. Ich habe vorher nicht drüber gesprochen, dass ich überhaupt irgendwie gesundheitliche Probleme besitze. Und dann hat er mich am zweiten Tag der Schule verwiesen. Okay, alles klar. Da wissen wir dann mal den Sachverhalt einmal so, wie das dazu gekommen ist. Aber in der Zwischenzeit hat er ja wahrscheinlich vom Rechtsanwalt und so weiter bestimmt ja schon was bekommen und hat trotzdem nicht drauf reagiert. Richtig, er hat schriftlich hat er zwei oder drei Berichte bekommen, dass er mich eigentlich am Unterricht teilnehmen lassen soll. Es besteht ein Attest, welches er, wie gesagt, nicht akzeptiert. Und ja, er hat sich bis zu der Frist, die gesetzt worden ist, hat er sich nicht gemeldet. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dagegen vorgehen. Sehr Und schön. jetzt stehe ich hier und Gut, dann drücken wir dir mal die hoffe. feste Daumen, obwohl die Daumen braucht man eigentlich gar nicht drücken, weil das ist klipp und klar in der Corona-Verordnung, was hier Sache ist und das ist eigentlich wieder reine Willkür. Okay, jetzt warten wir mal ab. Vielleicht sagt der Rechtsanwalt noch was, aber ich gehe mal davon aus, dass man wahrscheinlich im Anschluss an der Gerichtsverhandlung dann noch ein Statement abgeben oder sonst was. Okay, dann Definitiv. vielen Dank nochmal vorerst. Bitte. Hallo nochmal, hier ist nochmal stefan-live.de. Also, die Verhandlung ist jetzt zu Ende. Richter war sehr auf mediatorisch, versuchte die verschiedenen Partner, nicht Partner, die Parteien miteinander irgendwie zur Einigung zu bringen. Leider konnte da jetzt nichts gütlich geeinigt werden oder wie auch immer. Es sind auch ein paar Leute hier fort da gewesen und haben der Sitzung beigesessen. Und jetzt schauen wir mal, was am 13.11. am Freitag um 7:30 Uhr hier rauskommt.
Und dann schauen wir mal, was der Richter verkündigt. Gut, und unser Calimera hat mal wieder was Tolles mitgebracht. Kannst du mal zeigen, noch mal, was du alles noch hast? Ein anderes Plakat vielleicht mal. Lieber Gott, schütze, bitte schütze unsere Gesundheit vor unserem Kultusminister. Sehr schön. Mal weiter rüber. Art, andere Seite, andere Seite. Ja, hier ist, unser Grieche ist sehr, sehr aktiv mit der ganzen Gesundheitsgeschichte. Finde ich ganz, ganz positiv. Also man merkt hier, dass die, ja, man merkt hier, dass die Verhandlungen sehr auch unter die Leute, wie heißt es nochmal, jetzt komme ich nicht drauf, für öffentlichen Interesse ist. Und darum sind auch einige Leute da gewesen. Der Richter war ganz überrascht und hat deswegen einen größeren Sitzungssaal dann genommen. Gut, also vielen Dank nochmal. Und dann schauen wir mal, was wir noch oder was ihr bewegen könnt zum Wohle der Gesundheit der Bevölkerung. Vor allem, dass die Bakterien, die Viren und das ganze Zeug, was man da vorm Gesicht hat, dass die nicht die ganze Zeit man einatmen muss und selber krank wird. Gut, vielen Dank und ich werde dann das dann so bald wie möglich dann veröffentlichen. Am Ende war Stefan-live.de. Vielen Dank.